Hallo, meine Lieben. Ich dachte mir, ich nehme euch wieder mal mit und mache wieder einen Vlog. Ich gehe jetzt gleich mit meiner Schwester ins Made by You. Da kann man also Sachen anmalen, also Keramik. Da waren wir als Kinder immer schon sehr gerne. Und ich freue mich jetzt schon extrem drauf. Meine Schwester liebt Made by You und ich auch. Da klingt es vielleicht so, als wäre meine Schwester ein Kind. Meine Schwester ist auch schon erwachsen. Aber wir gehen trotzdem noch irgendwie sehr gerne dorthin, weil es auch einfach eine kreative Tätigkeit ist. Und ja, ich freue mich schon sehr. Und ich dachte mir, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Und ich wollte noch sagen, es hat mich so gefreut. Ich habe einige Nachrichten bekommen bezüglich meines Buches. Und ich freue mich einfach so, dass es jetzt einfach da ist. Und ich habe auch schon die ersten Bestellungen bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Vlog. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Vlog. Ich bin wieder zu Hause und ich habe extrem Hunger. Es gibt erstmal Nudeln mit so einer Chimichurri-Sauce und ach, ich freue mich jetzt einfach drauf. Mahlzeit! Ja, willkommen zurück. Ich bin jetzt gerade im Homeoffice und ich werde jetzt einige Honorarnoten bzw. Rechnungen eben für meine Lesung machen, die morgen stattfindet. Ich freue mich schon. Entschuldigung, ich melde mich nur kurz an. Ich wollte sagen, ich bin schon sehr aufgeregt, weil morgen habe ich meine allererste offizielle Lesung bei mir zu Hause, also hier. Das ist auch nur in kleinem Rahmen, also wirklich nur Menschen, die ich auch kenne und die mich sehr schätzen und die ich sehr schätze. Und ich freue mich schon extrem drauf. Und ja, ich habe schon einige Bestellungen und dementsprechend möchte ich jetzt auch die Rechnungen für morgen herrichten, damit ich das dann von Anfang an ordentlich mache, weil ich möchte einfach, dass am Ende des Jahres, auch wenn ich vielleicht dieses Jahr noch nicht über den Betrag kommen werde, den ich, also wo ich dann Steuer zahlen muss, aber trotzdem möchte ich jede einzelne Rechnung fürs Buch behalten und deswegen, ja, mache ich das jetzt und da habe ich mir gedacht, warum nicht, nehme ich euch mit, ne? Und genau, also ich würde sagen, wir starten. Beschriftet, die ich für die Lesung brauche. Es sind relativ viele, habt ihr eh gesehen.
Wie gesagt, ein paar Bestellungen habe ich schon und ich habe jetzt auch überall den Preis drauf geschrieben, auch die Bücher, also drauf geklickt mit so einem Sticker. Genau, sie kosten 18 Euro eben. Und ich dachte mir eben, dass ich dann bei der Lesung logischerweise welche hinlegen werde auf den Tisch, dann kann man sie eben kaufen. Und ich bin schon voll aufgeregt, also heute ist Donnerstag und morgen ist Freitag. Und morgen ist eben meine erste Lesung. Ich kann es gar nicht abwarten. Ich freue mich schon richtig drauf und das wird sicher sehr nett. Ich weiß nicht, ob ich da morgen dann filmen kann, weil es einfach mein besonderer Tag bzw. Abend ist und den möchte ich einfach so mit meinen Freunden genießen und meinen Verwandten. Aber vielleicht filmt ja jemand anderer und dann werde ich das natürlich ins Video einbauen. Aber ich weiß es noch nicht. Genau, aber so viel dazu und ich freue mich schon extrem auf die Lesung. Und ich bin echt gespannt, wie das bei meinen Freunden und meiner Familie ankommen wird, mein Buch. Und ja, genau. So viel mal dazu. Und ja, so ist es. Hallo meine Lieben. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon alles für die Lesung hergerichtet. Ich habe heute meine zweite Lesung. Und heute habe ich sogar zwei Lesungen. Eine jetzt um 11 Uhr und eine dann noch um 18 Uhr. Ich habe meine Wohnung ein bisschen umgeräumt und einen kleineren Tisch hierher geräumt. Und hier seht ihr schon, habe ich die Bücher aufgelegt. Hier ist mein Buch, aus dem ich dann lesen werde. Ein Wasser darf natürlich auch nicht fehlen. Genau. Und hier habe ich ein paar Knabberzeug hingegeben und Orangensaft und Apfelsaft. Schöne Servetten und ein paar Kekse. Die Blumen habe ich netterweise von meiner Freundin bekommen, urlieb. Und später gibt es dann auch noch ein paar Eiaufstriche, also einen Eiaufstrich mit Brot, aber das will ich dann erst nachher herrichten, weil ja, sonst trocknet es ein. Und ja, genau, ich bin schon sehr aufgeregt und ich werde euch dann nachher berichten, wo die zweite Lesung war. Aber jetzt möchte ich mich noch ein bisschen vorbereiten und wir sehen uns dann später. Ausnahmsweise wollte ich euch auch mal heute mein Outfit of the Day zeigen. Ja, ich habe das hier an, das habe ich mir auf einer Burg gekauft. Das ist hat ein sehr schönes Muster, wie ich finde. Und ich finde, das passt perfekt zur Lesung. Ansonsten habe ich nur eine normale Jeans. Und drunter habe ich ein einfärbiges, langes Leibel an, damit man nicht zu kalt wird. Und ansonsten habe ich eh alles, was ich sonst immer anhabe. Meine Kette, die ich übrigens heiß liebe. Ansonsten eine Jeans von Armand Angels, die ich mir eh auch neu gekauft habe. Die finde ich auch sehr schön. Das war mein Outfit of the Day. Ich weiß nicht, warum ich das euch heute zeigen wollte, aber irgendwie ist es auch was Besonderes heute, weil ich eben die Lesung habe. Und ja, ich denke, jetzt kann es losgehen. Ha, wünscht mir Glück. Haltet mir die Daumen und ich werde euch, wie gesagt, dann nachher berichten, wie es war. Hier habe ich auch meine Bücher aufgestellt, damit sie ja niemand übersieht. Aber ja, ich finde, das schaut echt nett aus mit dem hier auch noch. Ich habe das hier hergestellt. Das hat eben hier so ein Teelicht. Und am Abend werde ich das dann anzünden, dann leuchtet das auch sehr schön und ich freue mich schon. Aber bis später. Eine wichtige Sache habe ich euch vergessen zu zeigen. Und zwar hatte ich von meinen Verlobten auch noch Blumen bekommen vorgestern bei der ersten Lesung. Und die passen hier perfekt hin. Das sieht man jetzt leider nicht so gut, aber die haben so ein schönes grünes Untersetzer-Ding. Und hier darf natürlich meine Spickzettel nicht fehlen. Ich habe hier auch geschrieben, welche Kapitel ich lesen werde. Und genau. Ansonsten, wie gesagt, hier mein Buch, wo ich draus lese und genau. Ja, ich freue mich jetzt schon. Bin bereit. So, die Lesung ist fertig. Es ist alles sehr gut gelaufen und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin auch gar nicht aufgeregt gewesen. Genau. Ich wollte noch sagen, es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und es hat mir echt Spaß gemacht, mein Buch vorzutragen. Und wenn du auch ein Buch bestellen möchtest, kannst du das natürlich auch sehr gerne. Du kannst es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und heute Abend habe ich schon die nächste Lesung um 18 Uhr. Und ja, genau. Also ihr seht schon, mein Tag ist heute relativ voll. Und ich werde jetzt weiter, ja, nicht lesen, sondern ich werde mal was kochen. Und dann ist eh schon die nächste Lesung. Es ist soweit. In einer halben Stunde kommen die nächsten Gäste, weil ich meine zweite Lesung heute habe. Ich habe schon wieder schön dekoriert, also schön. Ich zeig's euch gleich, Moment. Ich habe hier einen Spaß erlaubt und habe hier zwei Herzchen gemacht. Und den Blumenstrauß habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt, aber den hat mir meine beste Freundin geschenkt. Und der ist echt wunderschön. Dem geehrt nochmal ein Video. Und ja, hier gibt es wieder was zum Knabbern und ganz viel Säfte. Und hier sind wieder meine Bücher.
Ich freue mich schon. Ich werde euch danach berichten, wie es war. Das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!